Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich jemals eine so große Lücke gesehen hätte zwischen der faktischen wirtschaftlichen Realität und dem, was die Märkte hier an Party feiern. Und dass diese Kluft, dass diese Lücke zwischen Realität und Fantasy zu groß ist, das haben gestern die Zahlen der großen US-Unternehmen gezeigt, die ganz klar darauf hindeuten, es geht bergab mit der Wirtschaft, die Nachfrage geht nach unten, die Zahlen waren schlechter. Und vorher hat man sich gedacht, boah, wir leben in der besten aller Welten, Aktien von Halbleiterherstellern massiv nach oben geschossen, obwohl wir permanent hören, die Nachfrage geht runter, die Aussichten werden schlechter, also die Kurse steigen und die Fundamentaldaten werden immer schlechter. Und gleichzeitig erleben wir eine bullische Stimmung. Wer zum Beispiel mal CNBC schaut, der weiß, wovon ich spreche. Bären, die sind da praktisch komplett marginalisiert, die sind in den letzten Tagen und Wochen ausgesqueezed worden, rausgedrückt worden aus dem Markt. Alle sind long, alle sind euphorisch und jetzt wird es gefährlich, denn die Bären sind praktisch nicht mehr da. Da gibt es keine Squeeze-Möglichkeiten mehr auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzen sie alle im selben Boot. Und wenn alle vor allem auf derselben Seite des Bootes sitzen, dann droht das zu kippen und dann kann es hässlich werden. Und nachdem die drei großen US-Konzerne, aber nicht nur die, gestern enttäuscht haben, wollen wir uns das Bild mal anschauen. Hier zum Beispiel, Big Short Investor Michael Burry hat jetzt seinen Twitter-Account gelöscht. Normalerweise löscht er ja nur seine Tweets, nachdem er einfach nur einen Tweet abgesetzt hatte. Sell, nur dieses Wort verkaufen. Daraufhin natürlich ein Shitstorm der Bullen. Ich kenne das aus den Kommentaren auch bei YouTube. Du hast es immer noch nicht kapiert. Wir sind in einem Bullenmarkt. Jetzt siehst du doch, die normative Kraft des Faktischen spricht gegen dich. Du siehst doch, dass die Kurse steigen. Ja, das sehe ich. Aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Meine Damen und Herren, wie Maverick of Wall Street hier schreibt, Jungs, ich muss mich korrigieren, der Bärenmarkt ist vorbei. Wir leben in einem super gesunden Bullenmarkt. Ich empfehle deswegen so ganz solide Aktien mit super Fundamentaldaten wie Carvana, Bed Bath Beyond, AMC und Snap zu kaufen. Das ist natürlich massiver Sarkasmus, denn diese Unternehmen sind praktisch insolvent weitgehend, zum Beispiel Carvana, Bed Bath and Beyond oder sind in miserablem Zustand AMC Snap. Also wir sehen, das sind ja gerade diese Schrottwerte, die eben massiv nach oben gegangen sind. Gestern hatten wir einen neuen Allzeitrekord, was das Volumen bei Optionen betrifft. Wir haben über 68 Millionen Kontrakte. Das gab es so noch nie. Wir waren einmal ganz knapp über das 60er Millionen Marke und 40 Millionen Calls haben wir hier gesehen. Normalerweise haben wir weniger als 45 Millionen für Calls und Puts zusammen. Wir haben gestern am Future-Handel die 9 größten Orders gesehen, Buy Pressure Imbalance Series seit 2019. Also da ist wahnsinnig viel passiert, die Märkte massiv nach oben gegangen, Google 6%, Amazon 6%, Apple über 3%, alles schick. Wir sehen hier, das Call-Volume geht nach oben, das Put-Volume geht nach unten. Was brauche ich denn? Eine Absicherung, der Markt steigt doch so oder so. Und die Most Shorted Aktien, also die am meisten geschorteten Aktien hier von Goldman Sachs, die sind vor allem mit den wunderbaren Aussagen von Jerome Powell weiter nach oben gegangen und dieses bullische Sentiment, das wird dann auch unterstützt, hier zum Beispiel durch solche Meldungen aus dem Wall Street Journal. Bullisches Golden Cross wird hier erzielt, also der 50er schneidet den 200-Tageslinie von unten nach oben kommend. Also alle kaufen, 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 ist ein bullisches Signal, meine Damen und Herren, es wird besser, nur erstaunlicherweise, der Dow Jones steigt nicht mit, das ist vor allem eine Nasdaq-Party, der gestern ja Nasdaq 100 über 3,5% gestiegen ist und vor allem der WIX fällt nicht mehr, interessanterweise, obwohl wir solche massiven Rallyes zumindest beim Nasdaq sehen. Und wenn wir das Geschehen mal zusammenfassen, so wie dieser Tweet, dann sehen wir Nasdaq über 3%, während der Dow 100 Punkte verliert. Der WIX kommt weiter runter, als wären wir, oder ist ja in den letzten Tagen runtergekommen, als wären wir in einem Bullenmarkt. Bonds sind gestern ja mit einer massiven Rallye gesegnet gewesen, also fallende Renditen. Das würde ja normalerweise darauf hindeuten, dass wir in einer Rezession sind. Gold ist gestern gefallen, als würden die Zinsen deutlich weiter steigen. Crude Oil gestern gestiegen, als hätten wir die Rezession vermieden.
Peter Schiff sagt, das ist einer der irrationalsten Risk-On-Days, die ich jeweils gesehen habe. Man erwartet ein Soft-Landing, gleichzeitig aber Zinssenkungen, eine Rückkehr zur 2% Inflation und letztendlich Quantitative Easing. Also das ist, passt alles hinten und vorne nicht zusammen, genauso wie das, was Meta gemacht hat. Man entlässt erstmal einige Leute, dann enttäuscht man bei den Earnings, dann nutzt man das, was man durch die Entlassung der Leute letztendlich an Geld spart, um dann eigene Aktien zurückkaufen, und das Resultat davon ist die Aktie 23% gestiegen, bester Tag in 10 Jahren. Ist das die Substanz eines gesunden Bullenmarktes? Ich würde sagen, nein, das ist es nicht. Das zeigt eher vielmehr diese massive Euphorie. Märkte spielen das Jahr 2021, wie Jim Bianco gesagt hat. Bed Bath & Beyond hat Zinszahlungen nicht leisten können. Ja gut, wir steigen trotzdem einmal 45% zwischendurch. Also man sieht, der ganze Schrott wird nach oben gespült, Carvana. Aber dann eben auch wieder der massive Abverkauf dieser Schrottaktien. Das ist ein Zeichen, dass da irgendetwas nicht stimmt, dass da der Dreck nach oben gespült wird. Und schauen wir uns hier mal Dump Money, Smart Money an. Smart Money ist nicht so optimistisch wie Dump Money. Die sind fast auf Allzeithoch. Es gab nur einmal jetzt in den letzten Jahren einen höheren Wert für das Kaufinteresse von Dump Money. Damit ist normalerweise, sind die Privatinvestoren gemeint. Wir sehen Accumulation Distribution auf einem Hoch, wie wir es jetzt seit vielen Jahren nicht mehr hatten. Wir sehen beim Nasdaq praktisch einen Ausbruch über das Bollinger Band mit dieser Kerze. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie es jetzt nach den Earnings von Apple und Konsorten weitergeht. Hier sehen wir mal, dass jetzt auch die Notenbanken ja an dieses Soft Landing glauben. Diese seltsame Pressekonferenz von Jerome Powell, ja, also ich glaube wirklich, dass wir die Inflation nach unten bekommen können, ohne dass die Arbeitslosigkeit deutlich steigt. Lagarde viel optimistischer. Inflationsrisiken jetzt nicht mehr nach oben gerichtet, Wirtschaftsausblick nicht mehr nach unten gerichtet. Wir haben Bank of England, die gestern nochmal 50 Basispunkte angehoben hat und gesagt hat, ja, die Rezession ist doch nicht so schlimm. Und wir warten jetzt mal ab, und hier ein Kommentar eines Analysehauses. Wir sehen, dass wenn jetzt die Fed glaubte, sie könnte ein Soft Landing erreichen und schon zu früh ihren Sieg verkörpert, dann wird das die Risiken einer harten Landung deutlich verstärken. Richtig, selbst wenn man jetzt sagt, okay, die Inflation kommt nach unten, kann man ja denken, weil die Geldmenge fällt. Das ist durchaus eine rationale Erklärung. Aber wie ist es mit diesem Soft Landing? Das schließt sich mir nicht, wie man auf diese Soft Landing Idee kommt. Zumal, ich hatte diese Grafik von Lance Roberts zum Beispiel schon öfter gezeigt, wir hatten noch nie in einem solchen Zinsanhebungszyklus oder noch nie in deutlichen Zinsanhebungszyklen irgendeine weiche Landung gesehen. Und das sehen auch letztendlich die Märkte schon so, Rohstoffmärkte, Kupfer zum Beispiel gestern deutlich gefallen, aber der S&P 500 deutlich gestiegen. Also wir sehen hier eine Divergenz, wir sehen Growth to Value maximal überkauft. Also Tech-Aktien, Wachstumsaktien, ARK Innovation Schrott und solche Geschichten massiv gestiegen. Wir sind da schon jetzt wirklich in Extremwerten, was das betrifft. Diese Rallye hat sich unten angekündigt, wenn Sie da mal gucken, positive Divergenz. In dem oberen Chart unten, gell, Sie wissen, was ich meine. Jetzt haben wir die Rallye gehabt, die ist jetzt aber so krass gelaufen. Dow Jones ja im Negativen, der Nasdaq 3,5% im Plus, seltsam. Hier sehen wir, was gestern an den Anleihemärkten passiert ist. Die Bundesanleihe mit dem größten Abverkauf der Rendite, also der Kurs ist so stark gestiegen, die Rendite ist so stark gefallen wie seit 2011 nicht mehr, eben weil auch die EZB so ein bisschen optimistischer wird. Naja, Inflation, das kriegen wir im Griff, weiche Landung ist sowieso. Und gleichzeitig sehen wir, dass Jerome Powells Lieblingszinskurve, nämlich die Rendite der dreimonatigen minus der Rendite der dreimonatigen in 18 Monaten, wie man sie sich vorstellt, komplizierte Geschichte, aber Powell hat gesagt, das ist mein Rezessionsindikator. Neues Allzeittief, neue totale Invertierung, die wir bisher erreicht haben in History. Jetzt sehen wir, die Financial Conditions werden immer lockerer, sind jetzt deutlich lockerer. Noch als kurz vor der Rallye, kurz vor der Pressekonferenz von Jackson Hole,
im August, als Paul ganz anders agierte als vorgestern. Wir sehen, dass die Fed Rate Expectations deutlich sinken, die Terminal Rate Expectations, also da, wo man den Hochpunkt der Zinsentwicklung sieht. Und das Erstaunliche eigentlich auch bei diesen Märkten, die verhalten sich komplett diametral entgegengesetzt zu dem, was eigentlich der Fall ist. Wir sehen Falling Earnings per Shares, das geht deutlich nach unten, aber die Kurse gehen deutlich nach oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Apple, Google und Amazon und wie sie alle heißen, haben das ja im Grunde bestätigt. Hier sagt Mike Wilson nochmal eben, Leute, lasst euch nicht täuschen. Die Gewinnsaison ist schlecht, die Berichtssaison ist nicht gut und gestern war wirklich eine ziemliche Katastrophe dann, was wir nachbörslich gesehen haben. Apple 5% Quarterly Revenue Drop, größter Rückgang seit 2016, iPhones deutlich unter der Erwartung, also das überall auf der Welt gingen die Umsätze nach unten, wie Sie hier sehen, nicht nur Greater China, auch Amerika, auch Europa. Japan, Rest of Asia, also nicht so wirklich gut. Google, sowohl was Gewinn als auch Umsatz betrifft, deutlich unter der Erwartung, negativer Trend erkennbar. Amazon zwar aus meiner Sicht noch die besten Zahlen aus diesen drei Werten, aber dennoch schwacher Ausblick, Cloud-Geschäfte schwächer als erwartet. Und pricing in a soft landing doesn't actually mean we are going to get a soft landing. Also nur weil man das Soft Landing einpreist, die weiche Landung der Wirtschaft, heißt das nicht, dass man sie bekommt. Da ist was dran. Aber Qualcomm zum Beispiel, Chipsektor, Smartphone Demand worsens, also schwächere Nachfrage. Das ist im Grunde der Tenor dieser Zahlen. Dann sehen wir, dass die Aktie sogar erst noch mal gestiegen ist, dann aber deutlich nach unten gekommen ist. Auch klassische Wirtschaftsbereiche, Starbucks mit schwachen Zahlen, wir sehen, weil China eben schwach war, wir sehen Ford mit schwachen Zahlen runtergeknallt, 6% im Minus, heute haben wir die US-Arbeitsmarktdaten, meine Damen und Herren, das wird das Datum sein und dann den ISM-Dienstleistungen um 16 Uhr, aber Arbeitsmarktdaten sind wichtiger, erwartet heute 185.000 Stellen, vor allem wichtige Stundenlöhne plus 0,3. Was passiert, wenn die Daten richtig mies ausfallen, also vielleicht sogar Stellen verloren gehen? Werden dann die Märkte eine Rallye zeigen? Ich glaube nicht, weil dann wird die Sorge um die Konjunktur vielleicht doch wieder dominieren. Wenn die Daten zu stark sind, ist es für die Bullen vielleicht auch nicht gut wegen Zinsen. Wir werden sehen, wie die Daten ausfallen. Hier sehen wir mal verschiedene Parameter. ADP war ja nicht so gut. Wir sehen aber sehr, sehr gute Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Also da könnte vor allem der saisonale Faktor wieder eine riesige Rolle spielen. Diese Seasonal Adjustments, die sind einfach gigantisch, das könnte die Zahl wieder komplett durcheinander würfeln. Achten Sie darauf, 14:30 werden wir über die Zahlen berichten, 16 Uhr über den ISM. Und abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Schwache Autoverkäufe als Warnsignal für die Wirtschaft in China. Man sieht an so vielen Parametern, dass der Optimismus westlicher Finanzmärkte in Sachen China nicht gerechtfertigt ist. Warum sehen Sie hier in diesem Artikel? Zweite Empfehlung. TikTok, das könnte jetzt eng werden, nämlich Apple, Google sollen die App aus ihren Stores rausnehmen, fordern Senatoren, auch das interessant in Sachen Geostrategie USA, China. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich hoffe, dass Sie heute interessiert diesen Markt verfolgen, denn das Risiko ist es meines Erachtens gigantisch für diejenigen, die alle in diesen Markt gesogen wurden. Keiner ist mehr da, den man jetzt daraus squeezen könnte, beste aller Welten eingepreist. Und jetzt kommt dieser Realitätscheck, mal sehen, wie der bei den Märkten bepreist wird. Ich sage jetzt Servus und Ciao.